Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Willkommen zurück vor das Tor zur Hölle, vor den Eingang in meine heiligen Hallen. Und es ist mittlerweile wirklich eine Ewigkeit her, seit ich euch das letzte Mal mitgenommen habe auf eine Roomtour. Und es ist unglaublich viel passiert in der letzten Zeit. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach wieder in den Raum und ich zeige euch alles, das hier auf euch wartet. Gleich einmal im Eingangsbereich, logischerweise, weil, um hier gleich einmal ein bisschen was vorwegzunehmen, die Regale natürlich mittlerweile ein bisschen das Licht hier abschirmen. Ein bisschen ein abgedunkelter Bereich. Ich habe mir hier nachgeholfen, damit wir einen Blick drauf werfen können, auf ein paar Kisten, die hier noch im oberen Bereich abgestellt sind. Aber dieses Kistenlager habe ich mehr oder weniger eingedämmt. Und dann hier auf dieser Seite das, was ich eben früher immer als das To-Watch-Regal bezeichnet habe, etwas, das einige von euch irgendwie gar nicht nachvollziehen konnten. Ich verstehe es, weil natürlich ist es absolut sinnlos, die Filme nach habe ich gesehen und habe ich nicht gesehen zu sortieren, vor allem, weil man dann ja noch öfter umsortieren muss. Aber in Wirklichkeit war das für mich mehr das Amaray-Abstellgleis, aus einem ganz einfachen Grund. Sobald nämlich die Tür offen ist, sieht man die Hälfte von dem Regal nicht mehr. Und da war für mich klar, das ist ein guter Ort, um quasi vom Eingangsbereich her relativ unsichtbar eine Menge von Amarays unterzubringen, weil ich mir ja natürlich in den vorderen Reihen grundsätzlich das Ziel gesetzt habe, möglichst wenig einfache Keepcases zu zeigen, sondern eben wirklich die schönen Editionen. Hier beispielsweise mittlerweile eine relativ gewachsene Galerie des Grauens, die nicht ganz so vollen Subkulturboxen zu Paul Naschi und der Grindhouse-Reihe, aber hier finde ich generell ein paar ganz besonders schöne Schmuckstücke, die gleich einmal vom Anfang an sichtbar sind, ein bisschen Comedy, ein paar Fullslips natürlich eben hier in erster Linie von Filmarena, beziehungsweise auch viel aus Asien, wobei ich da dazu sagen muss, dass gerade was das betrifft, gerade was Plain Archive betrifft, die ja in letzter Zeit eigentlich immer nur dauernd die Dinge gebracht haben, die ich ums Verrecken nicht schauen wollte. Deswegen habe ich da weitestgehend aufgehört. Allerdings, womit ich nicht aufgehört habe, war diesen Raum zu erweitern. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, dass hier grundsätzlich ein ganz neues Regal angebaut wurde. Quasi dieses hier ist nach wie vor das Regal mit der Nummer 1, wobei die Nummer 17 dann hier daneben steht, 16 eben das Amaray-Abstellgleis. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich bei jedem Umbau bemüht, quasi die Auswirkungen des Umbaus so gering wie möglich zu halten. Aber manchmal ging das nicht. So ist jetzt eben beispielsweise hier auch dieser Regalaufsatz von IKEA ganz oft zum Einsatz gekommen, dass eben das, was vorher das große Kistenlager war, was mir ehrlich gesagt auch ein absoluter Dorn im Auge war und deswegen jetzt hier ergänzt durch einige tatsächliche VÖs, aber eben hier recht unverändert eigentlich die Deadpool-Reihe, die Doctor Who-Reihe, wobei auch die im Vergleich zu dem letzten Mal, wo wir hier drüber geschaut haben, massiv an Volumen zugenommen hat. Hier nach wie vor das Asia-Regal, das natürlich auch eine Menge an zusätzlichen Neuankömmlingen verzeichnet hat, insbesondere weil ja eben Labels wie Eureka und 88 Films so viel veröffentlicht haben, aber natürlich eben auch bei den Mediabooks, aber ganz besonders interessant wird jetzt dann eben hier oben. Ich habe nämlich komplett umsortiert meine Cape Light Sammlung, die war eigentlich ursprünglich immer hier mit einzelnen Titeln, die mir weniger zugesagt haben in der hinteren Reihe. Das hat allerdings meinen inneren Monk irgendwie getriggert, deswegen habe ich da jetzt die Nameless Veröffentlichungen hergeholt, allerdings die Standard Nameless Veröffentlichungen, die nicht nummeriert sind aus der Reihe. Und Cape Light ist jetzt hier ganz oben anzutreffen, nämlich mehr oder weniger, man darf das echt nicht unterschätzen, wie viel Cape Light in den letzten Jahren veröffentlicht hat, wirklich eigentlich fast den ganzen Raum durch, gibt es mittlerweile schon Cape Light VÖs, darüber habe ich dann einzelne
4K-Steelbooks gelegt, beziehungsweise habe ich dann hier aus dem Winkel auf jeden Fall besser zu sehen, auch ein bisschen umgebaut bei anderen Mediabooks. Es ist eigentlich hier die NSM beziehungsweise 84-Reihe relativ unverändert geblieben. Hier dann in erster Linie Turbine XT, unten die kleinen Mediabooks von Play-On Pictures und Koch Media, Access Cinestrange, wo ich deutlich erweitert habe. Hier ist auch Shamrock untergebracht, die waren natürlich eigentlich standesgemäß im Asia-Regal, haben dort aber einfach keinen Platz mehr. Die Eurocult Collection, Pirole Fu, noch ein bisschen von den Blaurücken von Astro und auch die WMM. Mediabooks sind hier grundsätzlich recht unverändert geblieben. Ich finde es eigentlich relativ cool, dass ich dann zusätzlich zu diesen Regalaufsätzen auch immer noch die Möglichkeit habe, oben einzelne Dinge unterzubringen, wie eben beispielsweise diese Steelbook-Boxen und ein paar andere Teile. Auf jeden Fall hier dann quasi ebenfalls mittlerweile unverändert, eigentlich aber einfach stark erweitert, das Arrow-Video-Regal, das jetzt mittlerweile auch schon nämlich eben den kleinen Nachbarn in Beschlag genommen hat, wo ursprünglich dann einmal, eigentlich war hier mal komplett weniger Syndrome plus Partner-Labels, das ist dann aber ein bisschen, sagen wir mal, aus dem Ruder gelaufen. Mittlerweile ist weniger Syndrome hier. Und das ist übrigens auch der Grund, warum, wenn man sich die Fotos von meiner Sammlung anschaut, die Vinegar-Syndrome-Fotos immer ein bisschen sehr schief und sehr verwortdatelt ausschauen, weil ich einfach mittlerweile ein komplettes Regal für Vinegar-Syndrome-Sachen und ein paar Partnerlabel, vor allem Aqua, was irgendwie mein Lieblingspartnerlabel ist, hier unten hat. Aber der Durchgang, der hier eben noch frei ist, der ist so schmal, dass ich mich hier kaum positionieren kann. Für das Mediabook-Regal egal, geht das ja noch fast, aber bei Vinegar komme ich tatsächlich kaum dazu, hier wirklich schön abzufotografieren, obwohl das wirklich eines meiner absoluten Lieblingslabels ist, das hier vereint ist, aber es steht halt quasi am Ende des Tages so ein bisschen im Durchgang, deswegen auch das, ich glaube, das Regal Nummer 18, das ich hier benannt habe. Aber ebenfalls dann neu dazu gebaut übrigens, ganz zuletzt erst gemacht, die Nummer 19, da hat man ja quasi, seit ich umgebaut habe, immer den Rücken von diesem 18er Regal gesehen, was mir persönlich immer ziemlich im Weg war, und deswegen habe ich da jetzt ein weiteres Regal vorangestellt mit ein paar Dingen, die ich persönlich sehr schön finde, nämlich eben auf der einen Seite diese einheitliche Collector's Edition von Nameless, die Bahnhofskinoreihe von Cinestrange, die ich ganz besonders gerne habe, Saw natürlich, eine meiner Lieblingsfilm-Franchises und so weiter. Und da oben finde ich ein absolut schöner Thron für die Hobbit und Herr der Ringe-Box. Ja, für eine neue Lampe war immer noch keine Zeit. Aber was dann hier quasi jetzt in den Sichtbereich, also in den Nicht-Sichtbereich verbannt wurde, das ist der letzte Teil vom Kistenlager. Da habe ich eine Menge davon tatsächlich ins Archiv bringen können. Aber was ich jetzt dann hier relativ schön finde, ist, dass man hier mehr oder weniger sieht, überall dort, wo noch ein paar Kartons übrig sind, da ist noch Potenzial dafür, eben auch diese Regalaufsätze dazu zu bauen und die Sammlung eben noch weiter zu erweitern, weil langsam habe ich dann wirklich schon die Schwierigkeit, wo kriege ich überhaupt noch irgendwelche Dinge unter. Hier ist mehr oder weniger alles voll. Hier mein allererstes Display. Es wird definitiv nicht das letzte sein, dass ich mir hier direkt neben meine Arbeitscouch hergestellt habe, damit ich das beim Arbeiten immer wieder sehen kann. Aber grundsätzlich quasi unverändert eigentlich bei diesem kompletten Umbau. Das sind die Steelbook-Regale. Da habe ich mir jetzt diese Arbeit nicht mehr angetan. Ich habe übrigens die wunderschön, danke an Micha B07 noch einmal, Deadpool-Maske auch an einen Ort geholt, wo sie ganz besonders sicher ist und ich sie immer sehe, die großartigen Jack and Dexter Limited Run Games Sachen, aber da habe ich mir jetzt die Mühe und Arbeit wirklich nicht noch einmal angetan, auch die ganz neuen 4K Steelbooks hier einzupflegen, nachdem das ja eh keine labelspezifischen Reihen sind, war mir das auch egal, da habe ich jetzt dann einfach die neueren VÖs hier oben auf die Cape Light Titel getan. Was mir besonders wichtig ist, ist natürlich, dass die Reihen integer bleiben. Schade, dass Zavi diese Disney-Reihe irgendwie niemals vollendet hat, dank
Vor allem Aston Martin ist ja mittlerweile auch meine X-Rated Hardbox-Sammlung ein bisschen angewachsen. Trotzdem natürlich können einige Leute da nur lächeln. Die IMC Redbox-Reihe geht jetzt dann wieder weiter. Und natürlich hier prominent platziert immer noch die Trash Collection. Da fehlen mir zwar die letzten zwei Staffeln, die werde ich hoffentlich bald nachholen. Aber was mir persönlich ganz besonders wichtig war, war eben so der Hauptsammelaspekt, der hier hinter mir steht. Ich werde mir nur noch was überlegen müssen, um zumindest, wenn ich Reviews drehe, hier so quasi die temporäre Lücke zu schließen, weil natürlich hier jetzt ein bisschen was offen ist, weil halt eben auf der einen Seite die fantastischen Filmklassiker von Anolis noch nicht über ein ganzes Regalbrett gehen, aber nachdem ich die grundsätzlich eben auch sammle, ist es quasi logisch, dass hier noch irgendwann einmal die Lücke geschlossen wird. Da hole ich vielleicht jetzt einfach einmal die Bahnhofskino-Reihe dann dazu, damit das nicht so leer aussieht, beziehungsweise dann hier ebenfalls vervollständigt mittlerweile die Wicked Vision Sammlung inklusive der Ordinary Dreams Collection, tatsächlich darunter dann die Black Cinema Collection, aber auch für diese Boxen werde ich wahrscheinlich dann noch im Eingangsbereich einen neuen Platz finden, wo eben auch die Galerie des Grauens VÜs von Nameless untergebracht sind, aber eben hier nur mal der Platzhalter hinter mir, damit es da nicht leer ausschaut. Aber auf jeden Fall ist hier, finde ich, eine Menge passiert. Ich habe mittlerweile übrigens auch keine Baustrahler mehr, sondern ganz normale Studiolichter, mit denen es, und das wird man sich wahrscheinlich kaum vorstellen können, wesentlich angenehm ist zu arbeiten, beziehungsweise eben wirklich großräumig und großflächig hier umgebaut, was meiner Meinung nach das Zimmer definitiv deutlich cooler ausschauen lässt. Aber ihr könnt mir ja bitte und sollt mir ja bitte in den Kommentaren eure Meinung dazu sagen, dass es mittlerweile ein bisschen viel ist und natürlich kein Zentimeter ungenützt bleiben kann, das weiß ich, aber mir persönlich macht's nach dem großen Umbau hier auf jeden Fall wieder wahnsinnig viel Spaß, deswegen sag ich danke fürs Zuschauen, danke, dass du mit mir diesen kleinen Rundgang bestritten hast. Falls du übrigens noch Fotos sehen möchtest, da gibt's direkt auf meiner Kanalseite ein Video mit sämtlichen Regalen einzeln abfotografiert, nämlich, weil sämtliche Regale auch eine zweite Reihe haben, alleine deswegen die Fotos wichtig, damit ich, falls ich irgendwann mal was suchen muss, nicht alles umräumen muss, sondern einfach selber auf den Fotos suchen kann. Das seht ihr auf meiner Start-Kanalseite, aber das war's einmal für heute mit einer der wahrscheinlich größten Filmsammlungen in ganz Europa, ganz besonders in Österreich, und ich bin extrem stolz, was ich da in den letzten, mittlerweile sind es ja wirklich fast 20 Jahren, angesammelt habe. Danke dir fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.